Ich sage ganz ehrlich, dieses Italien von USA. Besonders viele Teller, serviert auf einem großen Teller. Ich liebe Italien. Ich liebe versaut. Ältere, auch 80, 90-Jährige, die müssen hart sein. Spritzig, wie die Italiener. Kraft bringt es. Oh je, je, je. Ach, lecker. Mein ganzen Ofen versaut. Mein Boden versaut. Hier nehmen wir mit Liebe die jungen Triebe. Was ist das? Käse. Früher, die Bauern oder in Italien, die Bauern. Ja, bei mir geht nicht mehr so viel rein. Scharf genug. Auch Mühe gegeben, der Pet. Wollen wir mal zusammen schlafen? Ja. Ja. Der Weihnachtstag. Die Brüder müssen ausgenommen und gefüllt werden. Peter muss heute noch seiner Mutter zubereiten. Peter schiebt seiner Mutter süß-scharfe Zigeuner-Hackfleischsoße in die Röhre. Meine Mutter ist unappetitlich, aber ich habe auch Hunger. Im Knast, da habe ich es gerne. Hinter uns gegessen, da habe ich es zugenommen. Das hat die Mutterchen auch immer gerne gemacht. Die gute Mutter bringt einen schönen Geschmack auch noch dazu. Peter kommt in die Röhre. Dafür hat er über eine halbe Stunde gebraucht. Ich bin ein moderner Mensch. Die scheiß Frauen, die tun mir leid. Man hat 10, 12 Finger. Einmal rein. Langsam komme ich schon rein. Der Kopf kommt schon raus. Kannst du die scheiß Frauen wegschmeißen? So ist es wirklich. Wenn wir die Liebe ganz angucken. Ach, sieht die gut aus. Mit Heintje im Ohr und Romantik im Herzen widmet sich Peter jetzt dem Feinschliff seines Bratens. Er hat bereits 2 der 5 Brüder kleingeschnitten, denn er will sie streng an das Rezept seiner Mutter halten. Ich habe meine Mutter immer wieder, ohne zu fragen, richtig füllen lassen. Peter hat alles richtig gemacht. Keiner bemerkt seinen süß-scharfer Zigeuner-Hackfleischsoße. Allen schmeckt's und er hat 2 der 5 Brüder kleingeschnitten. Peter, das ist aber nett. Kannst du irgendwo in ein Hotel oder Restaurant gehen und als der Sternekoch anfangen? Geh mit dem Schnitt. Das Fleisch ist scharf.